Mehr als 150.000 Ehen wurden 2017 geschieden, etwa die Hälfte davon mit minderjährigen Kindern. Und in diesen Familien stehen die Eltern nach der Trennung vor einer schwierigen Entscheidung. Wie halten wir es mit dem Kind bzw. mit den Kindern? Bei wem wächst es auf? Der Trend, sagen einige, geht zum Wechselmodell oder auch Doppelresidenzmodell genannt. Die FDP hat sogar einen Antrag eingebracht, das Wechselmodell als Standard für Scheidungen in das Familiengesetzbuch schreiben zu lassen. Was das genau bedeutet, Anja Heide mit den Einzelheiten. Etwa 124.000 Kinder und Jugendliche sind in Deutschland von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. Der größte Teil von ihnen lebt nach der Trennung im Residenzmodell. Das heißt, das Kind hat seinen Lebensmittelpunkt bei einem der beiden Elternteile. Wie oft das Kind den anderen Elternteil sieht, ist über das Umgangsrecht geregelt. Beim Wechselmodell liegt die Verantwortlichkeit für das Kind zu gleichen Teilen bei den Eltern. Das Kind pendelt zwischen Vater und Mutter und wohnt auch bei beiden. Das Wechselmodell ist sehr anspruchsvoll. Die Eltern müssen kooperieren können und miteinander kommunizieren können, was die Belange des Kindes angeht. Das Kind muss es wollen und auch vertragen, zwischen den Eltern zu pendeln. Eine räumliche Nähe ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Die Eltern müssen es sich leisten können. Denn das Wechselmodell verursacht mehr Kosten. Zwei Kinderzimmer und doppelte Ausstattung bei Kleidung und Spielzeug. Schätzungsweise 5-15% der getrennten Paare praktizieren das Wechselmodell. Genaue Zahlen gibt es nicht, denn viele Familien treffen diese Entscheidung außergerichtlich. Circa 10% der Familien sind hochstrittig, die oftmals jahrelange gerichtliche Auseinandersetzungen haben. Die FDP will ja gerade für diese Familien, die sich nicht auf ein Modell einigen können, das Wechselmodell als Regelfall einführen. Soll man völlig zerstrittene Eltern zum Wechselmodell zwingen? Für den Elternteil mit weniger Gehalt könnte der Entwurf übrigens noch eine weitere Folge haben: Einbußen beim Unterhalt. Und das betrifft in der Regel die Frauen. Darüber wollen wir uns unterhalten mit Daniel Föst. Er ist FDP-Chef in Bayern und Mitglied im Familienausschuss des Bundestages. Schönen guten Morgen. Servus. Herr Föst, wieso will ausgerechnet die FDP als Liberale, als Freiheitspartei Eltern vorschreiben, wie sie es mit der Trennung halten sollen? Quasi sägen sie am eigenen Ideal, nämlich der Selbstbestimmung. Also es geht ja nicht darum, dass wir es den Eltern vorschreiben wollen. Wir möchten einen Paradigmenwechsel in der Familienpolitik. Wir haben ja eine relativ moderne Gesellschaft mittlerweile in intakten Beziehungen. Erzieht der Vater mit, erzieht die Mutter mit, man teilt die Erziehungsleistung. Aber nach der Trennung fällt man in ein ganz altes Rollenmodell zurück. Einer erzieht, einer zahlt. Und wir würden gerne dieses moderne Verständnis von Familie auch nach der Trennung weiter pflegen. Es geht nicht darum, dass wir jedem vorschreiben, was er machen muss. Sondern es geht darum, dass wir als Leitbild einführen, schaut doch erstmal, ob das Wechselmodell für euch nicht gut wäre. Aber es geht eigentlich um das Beste für alle. Also um das Beste für die Eltern und um das Beste für das Kind. Und da muss man sich tatsächlich fragen, wird das damit eingelöst? 10% der Scheidungsfälle, die sind strittig. 90% regeln das eigentlich einvernehmlich. Das ist aber kein Problem. Also 90% sind perfekt. Wenn sich Eltern einvernehmlich einigen, ist das für uns wunderbar. Ja, aber Sie zielen ja dann auf die 10% ab. Und da ist ja eh schon viel Konfliktpotenzial vorhanden. Ja. Wieso? Und das würde sich unter Umständen ja verschärfen, indem Sie vorschreiben, wie die das zu regeln haben. Nein, genau das Gegenteil würde eintreffen. Also wir sehen zwei große Entwicklungen. Zum einen unser Familienrecht, das BGB, treibt die Eltern fast in einen Konflikt. Weil es geht um alles oder nichts. Entweder einer erzieht, dann muss der andere zahlen. Diese Möglichkeit, wir leben getrennt, aber erziehen gemeinsam, wird bei uns im Recht nicht abgebildet. Und wir sehen in den anderen europäischen Ländern, in Dänemark, in Schweden, in Spanien, in Italien. Entschuldigung, aber dass auch in Australien, ich Sie hier unterbreche. Etc. Die Gleichstellungspolitik in den skandinavischen Ländern ist natürlich viel, viel weiter als ja, hier. Ja, eben. Und deswegen müssen wir da ja hin. Aber die Frage ist, kann man das verordnen oder muss das organisch geschehen? Das ist doch auch die große Frage. Aber dann gibt es noch ein grundlegendes Missverständnis. Wir wollen das nicht verordnen. Wir wollen es zum Leitbild machen. Das heißt, die Richter ausbilden, die Verfahrensbeistände ausbilden, die Gutachter ausbilden. Am liebsten vor dem Familiengericht. Das wäre das Allerbeste, eine Mediation vorschalten, dass man sagt, liebe Leute, das Wechselmodell ist in vielen anderen Ländern erfolgreich. Es könnte für euch gut funktionieren und insbesondere fürs Kind. Insbesondere fürs Kind. Das klang gerade auch in dem Film kurz an, das Wechselmodell, das hätte auch erheblichen Einfluss auf den Unterhalt. Die meisten geschiedenen Frauen, die leiden, die landen in der Minijobfalle, Teilzeitjobfalle und müssen dann wahrscheinlich noch mehr kämpfen, um irgendwie überleben zu können. Die These kann man leider auch so nicht stehen lassen. Es ist, der Großteil der Alleinerziehenden sind Frauen.
Alleinerziehend ist ein Armutsrisiko eines der größten in Deutschland. Da sagen wenn Sie man sich, selber. Ja, aber wenn man jetzt sagt, man teilt sich die Erziehung, dann hat man natürlich auch völlig neue Möglichkeiten am Arbeitsmarkt. Man kann wieder voll im Berufsleben teilnehmen. Es ist ja wie jetzt auch zum Beispiel in meiner Familie. Ich arbeite, meine Frau arbeitet. Aber wenn man sich die Erziehung teilt, Herr Föst, wenn man sich die Erziehung teilt, heißt das ja auch, dass anteilig jeder einzahlen muss. Das sieht ja dieses Modell auch vor. Und das geht ja dann zu Lasten derer, die eh schon wenig verdienen. Also Sie haben vollkommen recht. Wir müssen im ganzen Sozialbereich, in der ganzen Familienrecht, müssen wir es so ändern, dass auch die Sozialleistungen, Wohngeld etc. geteilt werden, dass das Kindergeld geteilt werden. Aber grundsätzlich eröffnet es neue Möglichkeiten, wenn man nicht mehr komplett alleinerziehend ist. Das ist ja wirklich auch ein Problem in unserer Gesellschaft. Wenn Sie alleinerziehend sind, dann haben Sie ein Armutsrisiko. Wenn man sich die Erziehung teilt, Vater, Mutter, auch wenn sie getrennt leben, aber zumindest räumlich nah beieinander, dann hat man auch neue Chancen am Arbeitsmarkt. Aber Sie haben gerade selber gesagt, das betreffe dann im Grunde die 10%, die sich nicht einigen, wo die Fälle halt strittig sind. Auf die zielt das ja ab, dieses Wechselmodell. Wenn man dann aber sich die Kinder anschaut, die leiden ja nicht unter dem Betreuungsmodell, sondern die leiden unter den Konflikten der Eltern. Das können wir, glaube ich, sehr viele bestätigen. Und dann würde sich doch da der Konflikt unter Umständen weiter verschärfen. Also gerade das Residenzmodell ist hochkonfliktanfällig, weil eben alles oder nichts. Man muss um jede Sekunde Umgang kämpfen. Wir sehen in den anderen Ländern, in denen das Wechselmodell zum Leitbild geworden ist, dass die Umgangsrechtsstreitigkeiten vor Gericht drastisch zurückgegangen sind. In Australien allein um 40%. In Deutschland haben wir genau das Gegenteil. In den letzten 20 Jahren sind die Umgangsrechtsstreitigkeiten haben sich verdoppelt. Und da sagen wir, wenn das mit Mediation, mit guten Ausbildung der Richter, der Verfahrensbeistände, auch mit einem Leitbildwechselmodell, kommt es zu einer Entlastung der Gerichte und zu einer Entlastung dieser Strukturen der Familie nach der Trennung. Dann möchte ich Sie auf die Finanzen ansprechen, weil dieses Wechselmodell verursacht in vielen, vielen Fällen einfach mehr Kosten. Das muss man sehen. Wie soll das für Familien geregelt werden, die sich das gar nicht leisten können? Es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Das ist komplett klar. Man versucht, passt das Wechselmodell für euch? Wohnt ihr noch nah genug beieinander? Könnt ihr das soziale Umfeld des Kindes aufrechterhalten? Das Kind steht im Mittelpunkt. Und dann muss man schauen, wie funktioniert das mit den Finanzen? Ich sag's nochmal, wenn Sie alleinerziehend sind, haben Sie oft am Arbeitsmarkt keine Chancen. Das haben Sie auch selber erwähnt. Man ist in der Minijobfalle, man ist in der Halbtagsfalle etc. Wir wollen, dass sowohl Vater als auch Mutter Recht und Pflicht bei Erziehung und Unterhalt, Barunterhalt wahrnehmen. Dann sind wir gespannt, wie das ausgeht. Da gibt es jedenfalls noch sehr viel zu besprechen. Die FDP favorisiert also das Wechselmodell, wenn es um die Trennung von Kindern geht, beziehungsweise um das Betreuungsmodell. Vielen Dank. Gerne.